Natürlich auch als Mitglied und als Vorsitzender des Ausstellerbeirates. Lassen Sie noch ein Wort sagen. Sie haben einen guten Blick auf die Hannover Messe, wenn ich richtig es gezählt habe, seit 1947 bei jeder Messe dabei. Wenn einer den Überblick hat, dann, nein, Sie persönlich weiß ich nicht, aber wenn einer den Überblick hat, dann müssen Sie es sein. Bitte, was zeichnet für Sie die Hannover Messe 2011 aus? Danke, Herr Riedl. In der Tat war ich selbst auch dabei, aber da war ich noch relativ jung. Und für uns war immer, spielte der 1. Mai eine große Rolle, der sogenannte Seeleutetag. Das war für uns Kinder damals immer ein Muss eigentlich in Hannover. Und so kam dann meine persönliche Präsenz auch zustande. Das Unternehmen sowieso. Herr Dr. von Fritsch, Monsieur Le Tallec, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was für eine Hannover-Messe. Großartiger, furioser Auftakt, großartiges Ende. Und ein Partnerland, Frankreich, Le Grand Rouge, wie wir es uns besser nicht wünschen konnten. Wir haben in diesem Jahr eine der erfolgreichsten Hannover-Messen erlebt. Ich gehe mal so ein bisschen über die 10 Jahre hinaus, Herr von Fritsch, die Sie genannt haben. Wir haben mehr Fachbesucher zählen können. Der Auslandsanteil wurde deutlich gesteigert, was immer für uns eine große Rolle spielt. Wir haben die hervorragende Geschäftssituation ausbauen können und auf der Messe herrschte eine sehr positive Stimmung. Und letztlich, wir sind mit der Hannover Messe in der industriellen Zukunft angekommen und das gilt für alle unsere Leitmessen. In den vergangenen 5 Tagen haben wir Aussteller Antworten auf die wichtigsten Zukunftsfragen geliefert. Mit unseren Leitmessen sind wir auf dem Erfolgsweg. Neue Leitthemen sind Megastädte, Elektromobilität und erneuerbare Energien und sie stellen schon heute die Weichen für die Zukunft. Und mit der Automatisierungstechnik als Querschnittstechnologie ist das Bindeglied gegeben für diese Erfolgsgeschichte. An dieser Weichenstellung haben in den letzten Jahren alle Aussteller und die Deutsche Messe AG hart gearbeitet und die Hannover Messe zum Taktgeber industrieller Innovationen entwickelt. Mein Dank gilt daher dem Engagement aller Aussteller der Deutschen Messe AG und insbesondere Ihnen, Herr von Fritsch, aber auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dies geschaffen haben. Und ich darf in diesem Zusammenhang auch Herrn Frese einbeziehen, der ja die Leitung der Hannover Messe erst kürzlich übernommen hat. Ich möchte nochmals unterstreichen, meine Damen und Herren, wir haben ein wichtiges Ziel der Hannover Messe erreicht, nämlich die Internationalität der Besucher zu steigern. Die Aussteller sind sehr zufrieden. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass wir eine eigene Umfrage auch machen, sind sehr zufrieden mit den exzellenten Zahlen in Bezug auf internationale Messe und Fachbesucher. So hat sich bereits am Montag eine außerordentlich hohe Zahl von Besuchern gezeigt auf dieser Hannover Messe. Get Technology First. Das Konzept, nach dem wir weiterhin verfahren, nämlich Innovationen und Technologien zuerst hier in Hannover zu zeigen und danach der internationalen Welt, hat sich als Gold richtig erwiesen. Unser Dank gilt auch dem Partnerland Frankreich, der wichtigste Handelspartner Deutschlands, zeigte in dieser Woche, wie nachhaltiges Wachstum schon heute erfolgreich an den Tag umgesetzt werden kann und umgesetzt worden ist. Lassen Sie mich zur Situation in den Unternehmen kommen. Und da würde ich gerne auf einige Ergebnisse unserer Umfrage zurückgreifen und daher auf die Situation in den Unternehmen eingehen. Fast 90% der Befragten bewerten die aktuelle wirtschaftliche Situation mit positiv oder auch sehr positiv. Der Mehrheit der Aussteller folgend wird dieser sehr positive Trend über die nächsten 12 Monate anhalten. Entsprechend erwartungsvoll fallen natürlich auch die Umsatzerwartungen in Bezug auf das Messenachgeschäft aus. Circa 60% gehen davon aus, dass die Umsätze leicht zunehmen, fast 10% rechnen sogar mit sehr stark zunehmenden Umsätzen.
Jedes zweite Unternehmen plant nicht nur steigende Investitionen im Inland und Ausland, sondern auch, und das ist sehr wichtig, einen weiteren Aufbau von Personal. Wir haben die Aussteller zudem befragt, welche Herausforderungen in den nächsten Jahren und speziell in den nächsten 12 Monaten sie auf sich zukommen sehen. Die Antworten lauten: Wachstum, Umsatz und Internationalität verstärken oder, wie es einige Aussteller ausgedrückt haben, den positiven Zukunftstrend erhalten bzw. den Schwung zu nutzen. Einige Worte zu Japan. Die tragischen Ereignisse in Japan gehen auch an uns nicht spurlos vorbei. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen unserer Unternehmen, Vertretung in Japan sowie dem ganzen japanischen Volk. Unser Respekt gebührt den 50 japanischen Ausstellern dieser Hannover-Messe sowie auch den Besuchern aus Japan. Sie haben uns mit ihrem Ideenreichtum, ihren Neuerungen und insbesondere durch ihre Anwesenheit hier vor Ort gezeigt, dass die Industrienation Japan die Zukunft fest im Blick hat, trotz aller Widrigkeiten. Ich möchte den japanischen Ausstellern und Besuchern meinen außerordentlichen Dank für ihre Anwesenheit aussprechen und mich herzlich für die Bereicherung bedanken, die Sie auf dieser weltweit größten Industriemesse uns gegeben haben. Lassen Sie mich zu Tech2U kommen. Zukunftsfaktor, Jugend. Nur wenn sich Menschen für Technik und Naturwissenschaften interessieren und begeistern, können wir auf Dauer unsere industrielle Spitzenstellung weiter ausbauen. Mit Tech2U ist es in diesem Jahr wiederum gelungen, mehr als 10.000 junge Menschen aus Messegelände einzuladen und ihnen die Faszination von Technik und Naturwissenschaften näher zu bringen. Das ist ein kleiner, aber wertvoller Beitrag zu einem großen Zukunftsbild, der uns beteiligten Ausstellern sehr viel Freude bereitet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf nochmals wiederholen, die Querschnittsausstellung im Bereich der Automatisierungstechnologie erweist sich als Treiber aller Anwendungsfelder, sowie auch der Elektromobilität, der Windenergie und auch der Megastädte. Dazu nimmt die Verbindung mit der Informationstechnologie, die aufgrund ihrer stetig steigenden Geschwindigkeit und Speicherungsmöglichkeiten uns die Möglichkeit gibt, weitere Effizienzsteigerungen durchzuführen und damit auch neue technologische Innovationen vorzubereiten, neue Potenziale für uns vorzubereiten für die Zukunft. Wenn also am Anfang der Woche darüber gesprochen wurde, dass die Hannover-Messe am Puls der Zeit ist, dann möchte ich zum Ende dieser Messe etwas deutlich machen. Wir sind unserer Zeit voraus, denn wir sind der Wegbereiter und damit der Taktgeber der industriellen Innovation. Dies ist insbesondere für Deutschlands Zukunft von großer Bedeutung für Wachstum und Wohlstand. Wir bringen die Leistungsfähigkeit unserer Wertschöpfung durch unsere Innovationen gern und zuerst hier in Hannover der internationalen Fachwelt näher. Denn hier auf der Hannover-Messe wird der Takt industrieller Innovationen vorgegeben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.